In diesem Video zeige ich dir, wie du bei dem Fire Cardigan die hintere Halsblende strickst. Wir fangen jetzt zunächst mit der rechten hinteren Halsblende an. Ich arbeite meistens mit zwei verschiedenen Nadelstärken. Hier habe ich jetzt die 6,5 und eine 6er, also die 6,5 für die Hinreihe, die 6 mm für die Rückreihen. So, laut Anleitung sollst du nun 10 Maschen auf die Nadel 6,5 mm aufschlagen, und zwar im Schlingenanschlag. Das mache ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann beginnst du mit einer Rückreihe. Und zwar mit den ersten drei Randmaschen. Die strickst du wie folgt. Die erste Masche wird wie zum Linksstricken abgehoben. Die zweite wird links gestrickt. Die dritte wird wieder abgehoben. Dann wird ein Maschenmarkierer gesetzt. Und die restlichen 7 Maschen strickst du links. Jetzt die erste Reihe etwas fummelig, wie immer. Ich habe jetzt auch extra mal mit Mohairgarn gestrickt. Das ist immer etwas schwieriger mit Kamera und allem, aber wir schauen mal. So, die nächste Reihe, also die zweite Reihe, ist eine Hinreihe. Da werden die 7 Maschen rechts gestrickt. Bis 3 Maschen vor Ende. Maschenmarkierer abheben. Dann wird die erste Masche rechts gestrickt. Die zweite Masche wie zum Linksstricken abheben mit dem Faden hinter der Arbeit. Und die dritte Masche wieder rechts. Und dann wird in diesem Muster die komplette rechte hintere Blende gestrickt. Ich zeige nochmal in der Rückreihe die erste Masche wie zum Linksstricken abheben, zweite Masche links, die dritte Masche auch wie zum Linksstricken abheben, Maschenmarkierer abheben und die restlichen 7 links stricken. Ich stricke jetzt die angegebene Anzahl der Reihen laut Anleitung und zeige euch dann im nächsten Video, wie ihr die linke hintere Halsblende an diese hier anstrickt.